Moins, meine Fresh and Dudes, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 10 auf meinem Kanal Matze, und wir machen da weiter, wo wir in der letzten aufgehört haben. Und zwar sind wir quasi auf dem Berg Gagazet, nahe des Gipfels, ja. Und ja, hier wurde es gerade ganz dramatisch. Wir wissen immer noch nicht, wie wir Yuna vor dem Tod bewahren sollen. Aber Yuna hat was fallen gelassen. Und das könnte noch interessant werden. Mal schauen, was wir hier haben. Sir Orin, Kimari told me, when my father wanted me taken from Bavel to Besaid, it was you who told Kimari, right? I had always wanted to meet you someday. I am truly glad that I had that chance. Having you as a guardian was so great an honor. I don't know how to thank you. Perhaps if I defeat Sin, that will be my thanks to you. That's what I'll do. Yes. I will challenge Sin. I will defeat Sin. If you are all there watching this, then I guess Sin is already gone. And so am I. I suppose. Anyway, I just wanted to say, Sir Orin, I thank you. Kimari, do you remember the first day we met? I was only 7. My father had defeated Sin, and all Bavel was celebrating. Everyone was saying what a hero my father was. I was so happy. But when night came, it occurred to me. My father had defeated Sin, and now he was dead. Now I was all alone. I couldn't sleep. So I wandered into the town, away from the celebrating crowds. I stood on the bridge in Bavel, where my father and I had parted. Standing there, alone, I could see the fields where he had fought Sin. Then, you appeared, Kimari. You said you were looking for the daughter of Braska, remember? At first, I was so scared. Until I realized what a gentle person you are. You weren't used to talking to children. When I told you that I was Braska's daughter, you said you would take me as far from Bavel as you could. That it was the wish of a man facing death. I think I cried then. Because that was when I knew my father was dead. And I would never see him again. You just held me without saying a word. I cried after we got to Besaid, too. When you tried to go, after leaving me in the care of the temple, I held on to you crying, "Don't go, don't go." And you listened, Kimari. You stayed. Kimari, thank you. Thank you so much. And I've always liked your broken horn. Waka, Lulu. Das ist voll der Abschiedsbrief. I'll never forget my days spent with you, growing up in Besaid. We always played together, us and Chapu. That's why I was always so happy, I think. And when you refused to let me become a summoner, and I did it anyway, I'm sorry. I've always wanted to apologize. You know,
When you tried to stop me then, really, I was happy. I could tell you really cared about me. You were like my big brother and sister. No, I think you really were my big brother and sister. What else? I love watching you play Blitzball, Waka. I even love it when you scold me, Lulu. Really. I guess that leaves the newest guardian. Star player of the Xanarkand Apes. You are... I am... Well, I'm glad... I'm glad that we met. We haven't even known each other that long, but... It's funny. So this is what it feels like. It's a much more wonderful feeling than anything I had ever imagined. Wonderful. But it hurts sometimes. I wonder. I just want to say thank you for everything. Maybe that's why it hurts. When I think about us never being together again at all. What you up to? Ach, ja. Was für ein schöner Abschiedsbrief quasi. Ist da noch was? Diese Ecken irgendwie, ne? So, wir gehen mal weiter. Was soll ich dazu sagen, Leute? Die Geschichte ist halt echt ein bisschen traurig. Vor allem geht man jetzt halt einfach davon aus, dass Yuna draufgehen wird. Ob es im Endeffekt so kommt, das werde ich natürlich jetzt nicht spoilern. Ich weiß ja, wie es kommt. Ja, aber für diejenigen, die es noch nicht wissen, ihr werdet es noch früh genug erfahren. So, weiter geht's. Hat es mal einen Pfad. Jetzt gehen wir schon runter. Das sieht aus nach. Das sieht doch schon ein bisschen so aus wie Xanarkand. Ah, eigentlich könnte man hier noch leben, oder? Also klar, vieles ist Schrott, aber so Schrott nun auch wieder nicht. Viele Häuser stehen doch noch. Naja, aber wenn hier sowas. Wenn hier Sinn immer mal wieder rumwütet, ist es vielleicht auch nicht so der beste Wohnort. Oh, das ist dieses, was man quasi auf dem beim Anfangsbildschirm sieht, man auch immer dieses hier. Den Ort, an dem wir jetzt hier sind. Oder hier haben wir quasi ein Lagerfeuer. Oder hier ist das Lagerfeuer von dem Anfangsbildschirm, wenn man ins Spiel reingeht. Ah, das ist sogar dieses Video. Das ist sogar genau dieses Video. Genau das sieht man, wenn man das Spiel startet. Nur, dass dann hier noch so diese Producer, Co-Producer, Designer, bla bla bla. Weißt du, halt dieser Abspann, dieser, wie nennt man das? Ja, Abspann halt, ne? Abspann. Alle sind gewisser Hinsicht niedergeschmettert.
Selbst Orin hat Angst. Das hat schon was zu heißen. Der kennt den Shit schon. Der hat das alles schon mal durchgemacht. Listen to my story. This may be our last chance. Sieht schon schön aus, aber ne? Wie gesagt, ey, damals war es Hammergrafik. 10 Jahre, über 10 Jahre ist es her. Damals war das der Shit. Die PlayStation 2 kam mit diesem Spiel raus. Und alle waren, wow, was für eine Grafik, was geht ab? Sowas gab's ja noch nie. Hey, heute sagt man, Alter, was ist das für eine Scheißgrafik? I mean like that time. Anyone? I think, yes? I think that we should stop. Maybe, for now. Wie das Schwert so gewackelt hat, als wenn das Schwert leben würde oder so. Wir speichern hier an der Stelle nochmal. Ja Leute, ich finde, das ist ein gutes Ende. Ist zwar eine bisschen kürzere Folge, aber wir speichern an der Stelle jetzt nochmal. Und wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Ich denke, es wird in der nächsten Folge auch noch nicht der Finalkampf sein, aber wir gehen langsam halt auf den Finalkampf zu. Diese Folge hat halt noch mal ein paar Einblicke ins Gefühlsleben von Yuna offenbart und auch ein bisschen von den anderen. Und alle sind halt ein bisschen niedergeschmettert, was verständlich ist, denn man geht jetzt erstmal davon aus, dass Yuna sich aufopfern muss, um Sin zu besiegen. Und wir werden dann halt in den nächsten Folgen erfahren, ob es wirklich so kommt oder ob Yuna das Ganze überleben wird. Mal schauen. Wie gesagt, ich kenne das Ende, ich werde aber nichts spoilern. Ihr werdet es ja sehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr Final Fantasy sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr sowieso an jedes Video erinnert. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bleibt stabil, haut da rein und bis dann. Ciao.